Hey ho meine Lieben, heute war ich beim Shoppen, kurz mal noch und ursprünglich habe ich mir hier was geholt. Ja, und dann habe ich eine Maispolade gesehen und genau die mache ich heute in der Heißluftfritte, ohne Zubehör, ohne alles. Das ist so ein fettes Vieh, ich muss es essen können. Gut, was habe ich mir gekauft? Eine Springform, das heißt, ich werde Kuchen backen, aber ich fange da jetzt nicht an, komplett, ja, ihr könnt es euch vorstellen, ich habe mir hier von Dr. Oetker zwei so Backmischungen geholt, ich bin amor, ich darf das, ja, aber backen muss ich es trotzdem, in der Springform, und wenn ihr dazu Videos sehen wollt oder ein Video sehen wollt, wie ich back, dann kommentiert das unten drunter. Aber wir gehen jetzt darüber und fangen mit der Maispolade an. Also ein Maishühnchen, Hähnchen. Auf in meine kleine, aber feine Küche. Ja Leute, heute wieder sehr einfach. Salz, Pfeffer, Paprika und ein Stückchen Butter, was mir in das Vieh, hätte ich fast gesagt, noch reinschieben. Schneiden wir gleich mal ab hier. Weil ein Stück Butter muss schon sein. Ja. Und dann ab jetzt lassen wir es. Schnell durchlaufendes Video, das haben wir ja im letzten schon gesehen, ist ja im Prinzip ja nichts Neues. Und ich kann es bloß wieder betonen, ich lasse den Bürzel dran. Ich habe das noch nie gehabt, dass das bitter geworden ist oder sonst was. Der muss dranbleiben, weil sonst läuft da das ganze Fett aus. Salz ist auch offen. Pfeffer machen wir auch auf. Also dieses Mal war es auch kein gefrorenes, wie das letzte Mal. Ich glaube 1,3 Kilo hat das Vieh heute. Jetzt habe ich doch viel gesagt, ach egal. Einmal schön durchwürzen. Hier rein. Und haben wir schon. Anfangen zum Aufspießen, die Geschichte hier. So. Und dann kommen noch die berühmten Fesselspiele, damit das Ding nicht so hin und her schlackert. Ja. Nee. So noch nicht. Tja. Ab in den Ofen, in die Heißluftfritte. So Leute, da ja das letzte Hähnchen hatte ich ja einmal auf 100, 120 Grad, eine Stunde und dann noch auf 140 Grad nochmal. Deswegen, weil das eben so geil geworden ist, mache ich das dieses Mal wieder. Jo, 120 Grad, 60 Minuten und dann drehen wir die Temperatur hoch und gucken uns dann wieder an. Irgendwie ist die Scheibe innen angelaufen. Komisch. Naja, okay.
knapp 40 Minuten sind um. Leute, das riecht hier schon wieder. Ich muss jetzt einfach reingucken. Oh. Mm. Aber da unten sammelt sich die ganze Butter. Da schnappe ich mir schnell mal den Pinsel. Und beträufel das Ding noch mal ein bisschen. So. Kurz noch mal drehen lassen. Dass ich die andere Seite auch ein bisschen beträufeln kann. Das werde ich jetzt dann so zwei, dreimal machen. Zwischendurch einfach. So, Freunde. Ich hoffe, die Aufnahme jetzt von gerade eben ist was geworden. Ja, ich liebe ertränkte Pommes, habe ich gesagt. Schön schlonzig mit der Butter, was da unten drin war. So. Kann man das schon anlangen? Geht sogar. Uiui. Warum nehme ich nicht meine Zange? Nur im Hals ist blöd. Darum machen wir die komplett weg. Jawohl. Wisst ihr, was jetzt richtig geil ist? Direkt vom Hähnchen so wegessen. Es stört niemanden. Ist ja bloß mein Hähnchen. Und ab in den Hals. Ja, dann schauen wir mal, ob die Maispolade so arg anders schmeckt als ein normales Hähnchen. Hals. Ein bisschen Unterschied ist definitiv. Das ist verdammt lecker. Dazu ersoffene Pommes. Also ich futter jetzt mein Hähnchen direkt so vom Gerippe runter. Lass es mir schmecken. Maispolade schmeckt etwas anders. Nicht viel, muss ich sagen. Aber es ist definitiv lecker. Gut. Mein Bauch knurrt. Ich glaub's ja gar nicht. Aber einfach nochmal ein kleines Hähnchenvideo. Also die Heißluftfritte hat sich allein schon für Hähnchen, für mich zu Hause gelohnt. Jo, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht ist das dann sogar schon. Achso, ich soll mich ja nicht an der Stange festhalten. Naja, die ist aber gerade so praktisch hier dran. Da. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, freundliches Kommentar und ja, was soll ich sagen? Ciao, Igowski, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt essen.